Hallo Leute, heute stelle ich euch die Westernstadt hier vor. Heute auch zum ersten Mal mit Fraps drehen und dann gehen die Videos, glaube ich, besser. Also hier ist so ein Grundstück, freies, das kann man kaufen und dann gibt es auch halt immer so einen bestimmten Preis und für einen Monat, glaube ich, kostet 15 Euro, 50 Euro. Ja. Williamstars Haus, gucken wir auch mal rein. Das ist der im Luigi-Style. Und da noch so ein Hund. Hier auch noch eine tolle Farm unten. Die ist gut gemacht. Ja, hier hat er auch so Schweine. Und dann gehen wir wieder raus, schießen schon die Tür. Hier ist das Haus von Rocker. Steht da auch. Gerade rausgegangen, da gehen wir rein. Auch eine kleine Farm und ein Hund hat fast jeder. Ja, das Haus von Lukas, das abgeschlossen ist. Da können wir ja leider nicht rein. Kiro Hunters Haus, gucken wir auch rein. Ja, ein einfaches Bett, schlichtes Haus, so wie es eigentlich sein sollte. Delevators Haus. Auch ein tolles Haus. Hier wird wohl noch irgendeine Farm hingebaut. Hier jetzt das Haus von Dalava. Gehen wir mal auch gucken. So, noch nicht ganz fertig. Hier sind auch ein paar Lücken. Ah, hier mit den Kaktussen, das ist lustig. Da kann man sich verletzen. Auch eine gute Abwehrmethode gegen Zombies. Falls die mal rein wollen. Zack, zack, sind sie an den Kakteen tot. So, und das hier ist das Haus von Divilo. Hier ist auch seine Farm. Züchtet hier auch Hühner. Und auch ein schickes Haus hier. So, dann gehen wir mal durchs Wasser, schwimmen. Und jumpen. Und das große Gebäude hier, das hat auch jemand gebaut. Und das ist sehr groß. Eigentlich, ich glaube, das größte in der Stadt. Und das wird jetzt auch, glaube ich, weitergebaut. Ist aber immer noch nicht ganz fertig. Aber es wird irgendein großes Gebäude. Ich glaube, das wird sein Haus. So groß, das ist einfach nice. Und wie man dann die Rohstoffe da kriegt, das ist. Hier gehen wir zu meinem Haus. Das habe ich extra groß anlegen lassen. Unten mit einer Mine. Hier auch so eine kleine Farm. Und hier habe ich so einen kleinen Streichelzoo. Mit Hühnern, Schafen und Schwein. Kühe werde ich auch noch anlocken, wenn ich irgendwelche finde. Und da nutze ich die Tiere halt immer, um halt Lebensmittel oder so zu machen. Wo immer alles schön verschließen, damit keins rauskommt. Auch so ein schlichtes Haus, so wie es sich gehört. Da braucht man ja eigentlich auch nicht bauen. Es sei denn, man will es extra schön haben. Hier so ein tolles Haus mit Schatztruhe. Da ist ein Schatz drinne. Zu. Tür geht zu. Habe ich jetzt ein Ei da hingeworfen.
Und das hier ist das größte Haus auf dem Server von Sashahi. Oder wie der heißt. Also eine kleine Farm hier. Boah, das geht ganz tief runter und auch ganz tief hoch. Also ganz, ja, sehr hoch. Das ist ja das, glaube ich, höchste Haus, was es hier gibt. Und hier baut er sich vielleicht auch noch mehr Etagen oder eine Terrasse. So, runter hier. Vorhin war hier noch eine Spinne drin. Hat er wohl getötet, zum Glück. Und hier ist noch das letzte Haus von Hog City. War schon wieder ein Ei geworfen. Das ist lustig. Na, jetzt eine Hune rausgekommen wäre. Ja, das hier. Und das Hotel, das ist so ein Plugin, nicht so halt Hotel, wie man es nimmt. Das ist halt, damit man das mieten kann. Hier ist auch der Admin-Shop. Und hier ist alles sehr teuer. Zum Beispiel Diamanten 10.000 oder und die anderen auch. Weil das ist sehr teuer, weil dann muss man halt sich die Sachen selber farmen und das ist auch der Sinn von Minecraft und das wollen wir hier auf dem Server so, dass man das lieber selber farmt. Der Admin-Shop. So. Ja, und auf dem Server cheatet auch keiner. Alles ist gerecht. Also jeder muss arbeiten und alles, damit er an seine Rohstoffe kommt. So, das war's durch die Wüstenstadt. Ciao.